war also sehr, sehr erschrocken und hat also geleugnet, der Bär zu sein. Wir haben ihn dann mitgenommen. Aus besonderen Umständen heraus musste er sich waschen. Er stand also in einer Schüssel von Wasser und wusch sich nackt. Und da bekam ich einen Anruf meines Kollegen Vogel, dem wiederum mitgeteilt worden war, offenbar von Leuten, die den Bär privat gekannt hatten, dass er an welchem Bein auch immer eine Wunde habe. Und diese Wunde konnte ich sofort sehen. Und dann habe ich dem Herrn Bär das vorgehalten und dann hat er zugegeben, dass er der letzte Kommandant von Auschwitz war. Er hat dazu geäußert, ich solle ihn als Offizier behandeln. Warum musste der sich waschen? Weil er sich in die Hose gemacht hatte bei der Verhaftung. Da gab es einen Adjutanten des Kommandanten, der hieß Mulka. Und damals waren in Rom Olympische Spiele. Und der Name Mulka ist ja nun nicht so häufig. Ein gewisser Mulka, wie sich später herausstellte, sein Sohn, der gewann dort eine Medaille beim Segeln. Und über diesen Sohn habe ich dann den Vater gefunden. Den Mulka haben Sie auch verhaftet. Den Mulka, ja, den Mulka habe ich in Hamburg verhaftet. Der Mulka war ja dann der Hauptangeklagte, nachdem der Bär im Gefängnis gestorben Ja. war. Welchen Eindruck hatten Sie denn von dem Mulka? Also der Mulka war, wenn man bedenkt, was er damals zu verantworten hatte, einer der unerfreulichsten Angeklagten. Als ich ihn verhaftet habe, hat er mir gegenüber den seriösen Hamburger Kaufmann darzustellen versucht. Er hat auch im Prozess Äußerungen von sich gegeben, die nicht unwidersprochen sein konnten. Er hat beispielsweise erklärt, das war ganz am Anfang des Prozesses, er sei Soldat gewesen und offenbar wollte er die Behandlung eines Soldaten erfahren durch das Gericht, der seine Pflicht getan hatte. Ich bin daraufhin damals im Gerichtssaal aufgestanden und habe ihm gesagt und allen Beteiligten, dass er kein Soldat war, sondern einem uniformierten Mordkommando angehört hat. Das hat mir noch eine Beleidigungsanzeige des Herrn Mulka eingebracht.